Hallöchen Leute, willkommen zu einer anderen Folge von Custom Quest 2. Weiter geht's. Hallöchen. Batsch! Nutzen wir gleich den nächsten Angriff hier. Wieder drei Gebisse. Weg mit dir, böse Zahndrohne! Wenn sie mal ansprechen, damit Ren nächste Runde ihren Skill nutzen kann. Tja, oder? Ist das sinnvoll? Alle ziemlich angeschwächt. War eigentlich schon mal. Guter Damage. Let's go, Ren. Hau rein. Nein, auf den falschen. Ach, ich bin doof. Ich wollte es auf den ganz linken machen. Ja, ja. Meine Schuld. Ganz links und wir hätten den Kampf schon beendet. Stattdessen muss Reynolds sich noch mal beißen lassen. Mist. Mist. Sollen wir uns tatsächlich noch mal was essen? Was haben wir hier hinten Schönes? Ein kleines Versteck vielleicht? Hier sind Süßigkeiten. Eine Pinie hatte noch eine. Und noch eine Kiste. Vielleicht haben wir das Magiergewand wieder vollständig. Sehr schön. Bin ich gespannt. Ein Leuchtstab als Zauberstab. Es fehlt noch Pfund und Menschenbereich. Es fehlt noch die Kappe, Wahnsinn, Zaubererhut. Mhm. Oh, wir sind gleich wieder voll mit Süßigkeiten. Uiuiui. Wir bräuchten mal Shady. Nicht Sadie, Shady. Ich überlege, ob ich gerade sonst mal in die Kanalisation zurückgehe und mir die Karten kaufe. Ich glaube, ich kann mir jetzt nämlich auch eine Karte hierfür kaufen, ne? Hier war ich schon. Hier war ich noch nicht. Auf jeden Fall ein Altar. Aber ich will in die Kanalisation zurück. Müsste hier irgendwo sein. Und da können wir eine Karte tauschen, okay. Aber lass uns erstmal hier rein. Kurz zurück zu unserem Händler des Vertrauens. Ja. Maisbonbon-Verbesserung? Ja, oder? Machen wir einfach mal. Weil wir haben so viele Süßigkeiten. Aber wir können uns natürlich erstmal alle Karten kaufen. Alufolienbeißer, Toffee, Taffee, Tortenkuchen und kopfloser Minzreiter. Damit haben wir keine Süßigkeiten mehr. Nur noch das hier. Und das will ich nicht kaufen. Das ist irgendwie nicht so geil. Sehr schön. Map. Wir haben alle beiden Geheimnisse gefunden. Und wir haben noch... Ah, hier ist Corvus, ja. Hier sind wir. Und geht's hin? Hier haben wir noch drei... Ne, hier haben wir noch zwei Häuser. Also nach zwei Häuser, die Häuser sind unbekannt, also. Die werden nicht genutzt, würde ich mal behaupten. Hallöchen. Hallöchen, Hydrant. Lass uns erstmal hier gucken. Hier ist bestimmt keiner, oder? Ich war alles total freundlich hier. Schwebende Säcke. Hier war unser. Ich glaube, das ist unser Haus, oder? Mich denn dahin? Oh wow. Das war unser Haus, oder? Das wird unser Haus gewesen sein könnten?
Ja, hier oben war ein Geist gewesen in Costume Quest 1. Da hat einfach nur ein bisschen gequatscht. Also ein Kind als Geist verkleidet. Okay, was hast du für mich? Margot, die Zukunft ist düster, nicht wahr? Sie haben aufgehört, Serie 2 der Halloween-Karten zu verkaufen, bevor ich eine Crispy-Grusel-Karte finden konnte. Woher soll ich jetzt eine bekommen? Ich habe keine Crispy-Grusel-Karte, aber wenn ich eine finde, werde ich mit dir tauschen. Danke, ich würde dir dafür meine Schleck-Plops-Karte anbieten. Es freut mich, dass es noch nette Menschen auf dieser Welt gibt. Du bist zurück, heißt das, du hast eine... Nein, aber für so weit... Okay, alles klar. So... Eine Lampe? Vielleicht ist der Zauberer die Lampe. Das kann ja auch sein. Ich muss ja Duplikat der Crispy Rose, alles klar. Dann schauen wir doch erstmal, was hier ist. Der ist bestimmt nett, oder? Oh, wir nochmal da. Du hast mich gefunden. Ich schätze, ich bin befreit. Stimmt, die Kinder muss ich auch noch suchen. Ups. Ist das der Apfeltauchtyp gewesen? Hey, dieser Ort sieht häuslich aus, nicht wahr? Oh, Baron! Ja, hier war es einmal schön. Na, ihr solltet wahrscheinlich weitergehen. Mir ist nach einer traurigen Geschichte zumute. Ey! Wie geht's einer traurigen Geschichte? Nun, könnt ihr glauben, dass ich all das gebaut habe? Alles, was ihr hier seht? Es war einmal schön, bis Orid alles verdorben hat. Was ist passiert? Vor einer Weile habe ich den Sumpf trockengelegt und ein Wohngebiet namens Urban Pines gebaut. Das war spektakulär. Und es hat sich super reich gemacht. Es hat mich super reich gemacht. Dann hatte Orid diese verrückte Idee, eine Stadt neben Urban Pines zu bauen. Es sollte eine futuristische Metropole werden. Seht ihr die Stadt da drüben? Das ist sie. Ich habe sie für ihn gebaut. Und als ich fertig war, ließ er einen Haufen Monster dort einziehen. Und schmiss die Menschen raus. Könnt ihr das glauben? Wir kennen ihn, wir können das glauben. Nun, jetzt bin ich pleite. Hier gibt es kein Geschäft mehr zu machen. Dann wirst du diesen Schuldschein wohl nicht anerkennen. Woher habt ihr den? Du hast ihn uns gegeben. Ich erinnere mich nicht daran, aber ich werde ihn anerkennen. Ich habe kein Geld, aber ich habe haufenweise Süßigkeiten. Ich bin Süßigkeiten-Kurier für Sadies Flüsterstube. Bitte sehr. 1000 Süßigkeiten. Krass, wir haben 200 gegeben und kriegen 1000 wieder. Wow, danke. Abgemacht ist abgemacht. Nice, damit haben wir auch diese Quest erledigt. Ist das hier drüben rechts irgendwo? In die Zukunft investieren. Jo, ist erledigt. Nice. Wir haben 1000 Süßigkeiten bekommen. Gut, dass wir vorher ausgegeben haben. Sonst hätten wir einen Overflow gehabt und wir hätten dann wahrscheinlich nicht behalten können. Ich hab den schon gesehen. Aber ich will gerne... Ich will ihn gerne... Hinterrücks erschlagen! Bam! Wieder gegen drei. Jetzt wollen wir erstmal die Atombombe reinhauen. Gegen wen? Gegen den Schlüssel. Ich schreibe dir eine Nachricht. Willst du mit mir gehen? Ja, nein, vielleicht. Oh, damit kann ich aber gar nicht umgehen. Na verdammt, warum hat der noch 7 Leben? Das wäre schade, diesen Anzug zu verschwenden. Aber auch Hades Angriff ist schade zu verschwenden eigentlich. Dann lass mich doch zweimal dran sein. Lass uns einmal den Skill nutzen. Auf ihn. Und dann beim nächsten Angriff noch ein bisschen was für unsere Leiste tun. Und den Zahndrohnen killen. Die Zahndrohne killen. Fein geblockt. Wir tauschen. Dann gehst du auf den hier oben. Amazoning. 433 Süßes. So viele Süßigkeiten. Ich weiß gar nicht, was wir machen sollen. Ich brauche halt was Wasser. Ah, hier Futter. Du patrouillierst hier nur, wa? Ah ja. Dann werden wir erst einmal hier rennen. Oh, hier ist noch mehr. Geht's denn weiter? Oh, hier geht's noch lang.
Hätte ich gedacht. Nicht, dass ich irgendwo außerhalb der Map gelange. Das wäre auch wieder nervig. Aber nicht unmöglich, wie man gesehen hat. Letzte, vorletzte Folge. Nee, ach Gott, schon wieder länger. Ja, dann habe ich auch noch an Urban Pines hier. In diese wunderschöne Stadt. Da haben wir den Zauberhut. Nein, doch nicht. Wir haben Wattebällchen. Oder ist es der? Doch, haben wir. Nice. Jetzt können wir leuchten. Ich sag's doch. War für die Kanalisation wichtig. Ich bin einfach so ein krasser Predictor, ja. Flächen. Flächenangriff ist gut. Minus 10 plus 20%. Finde ich gut. Gefällt mir. Du hast den Superhelden und du hast weiter einen Pterodactylus. Minus 12 Leben, dafür 7 Schaden dazu insgesamt. Nice. Dieser Robin-Typ mit dem majestätischen Bart spielt gerne mit den dunklen Künsten. Fokus, Flächenangriff, Kampfbesonderheit, verdammtes Stab. Der Zauberer rammt seinen Stab in den Boden, um mit seinem Blitzangriff eine wilde Raserei auszulösen. Erkundungsfähigkeit, Leuchtstab. Herkunft, Naomi hat mir das Muster gegeben. Die Teile waren in den Hinterhöfen versteckt, die von den Zorndrohnen bewacht wurden. Aber jetzt haben wir sie. Noch mehr Süßigkeiten. Gebt mir Süßigkeiten. Noch mehr, 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 mehr. Bam, alles klar. Jetzt haben wir alle Geheimnisse und alle Kostümteile. Ich glaube, wir haben auch alle Gegner schon besiegt, oder? Es ist deine Pflicht, diese weißen Zähnchen, weißen Zähnchen zu putzen. Links Zahnbürste, in der Mitte ist Zahnseide und dann haben wir als drittes nochmal eine Mundspülung. Welches Kind möchte das nicht jeden Abend machen? Wenn ich mir jeder Erwachsene machen. Ihr seid auf meine Falle reingefallen. Ah ja. Ich bin Graf Gandelbart. Hua! Ist auch eine schöne Mischung. Alter Sack, eine hübsche Superheldin und ein Drache. Er ist gut gegen die Grubbenwache. Bam! Oh, es ging aber schnell. Oh, der greift alle an. Das ist natürlich cool. Sie ist gut gegen den Grubbenmagier. Aber wenn wir sie einfach mal in einer Runde fast killen! Sehr schön. Der Schosskomet. Sehr gut. Oh, Alter. Schön auseinandergenommen. Nein, Heli steht in Flammen. Das kann nicht sein. Ah, bei ihm geht es deutlich schneller. Schaden ist schon echt abartig. Da kriegt immer wieder 33 Flammenschaden ab. Ich habe gerade gelesen, 3000 Erfahrungen wäre ein bisschen viel gewesen. Ne? Ja, wirklich doof. Dann schluckt doch ein paar Pillen. War kein Ding. Was haben wir hier noch? Das leuchtet so unheimlich grün. Uns fehlt noch ein Häuschen. Na? Hier auf der rechten Seite irgendwo. Süßes, sonst gibt's auf die Fresse. Ah, hier muss die Lieferung dran sein.
Juhu, hier, nimm das. Ich glaube, die Zahnwachen sind hinter mir her. Muss los. Tschüss. Das war die letzte. Lass uns zu Sandy zurückkehren. So sieht's aus. Wow, wie cool das ist. Gott, hab ich gerade erschrocken, ey. Das wäre ein Gegner gewesen. So, kann ich dir mal ein bisschen hier Informationen geben? Die Beseitigung dieser Drohnen war gute Arbeit. In dieser düsteren Situation ist dieses Zauberkostüm unbezahlbar. Das stimmt. Vor allem düster, ne? Wirst schon. Lass uns erstmal hier reingehen. Hier sind deine Lieferungen. Du hattest recht mit den verdeckten Ermittlungen. Danke, Leute. Das wird Blob sehr glücklich machen. Blob? Er leitet die Ophiolisterstube auf der Ostseite der Stadt. Er weiß mehr über die unterirdischen Tunnel. Ich kann euch sagen, wie er ins Zentrum kommt. Das Passwort für die Flüsterstube auf der Ostseite ist Mäuseknusperstückchen. Viel Glück bei der Suche nach Lucent Everett. Danke, Sadie. Das werden wir dir nie vergessen. Also, wie viel Erfahrung haben wir gerade bekommen? 2000. Wir können wieder mit Corvus sprechen. Müssen wir auch. Eine neue Fähigkeit. Da bin ich gespannt, was wir jetzt kriegen. Vielleicht noch einen dritten Angriff. Und wir haben schon wieder 1787 Süßigkeiten. Ist ja irre. Hallöchen. Ihr seid zurück und ihr scheint für eine neue Technik bereit zu sein, nicht wahr? Kommt in mein Büro. Vielleicht ein Counterangriff. Ich glaube, ein Counterangriff könnte sein. Ich denke, es wird ein Counterangriff sein. Dein Angriff ist schon tödlich, aber deine Verteilung kann auch besser werden. Du weißt schon, wie man zeitlich abgestimmt blockt, aber es gibt noch eine riskantere Aktion, die sich noch mehr auszahlt. Wenn du eins gedrückt hältst, um die Aktion aufzuladen, kannst du im Moment des Angriffs loslassen, um einen Gegenangriff zu landen. Ein Gegenangriff verringert den erlittenen Schaden stärker als ein gewöhnlicher Block. Er gibt dem Feind auch etwas Schaden zurück. Warum machst du es denn nicht jedes Mal, fragst du? Der Angriff braucht eine Weile, um zu laden, also sind deine Freunde währenddessen angreifbar. Und wenn der Feind während der Aufladezeit nicht dich angreift, bekommt dein Teamkollege einen auf die Mütze. Warum solltest du es dann tun, fragst du? Wenn du schwächere Feinde angreifst, könnte das Risiko wert sein, um den Kampf schneller zu beenden. Es kann auch sehr nützlich sein, im Kampf zu bleiben, wenn du nur noch einen Schlag von einer Niederlage entfernt bist. Aber genug geredet, mehr Aktion. Action, lade eins jetzt auf und lasse los, wenn ich angreife. Hast du das gespürt? Du hast kaum Schaden erlitten und mir hast du auch etwas verpasst. Noch einmal. Ich habe nicht verstanden, warum sind meine Freunde dann in Schwächung, weißt du? Erwischt, aber ich muss es noch dreimal. Muss noch. Na egal. Ihr wisst schon. Treffer, ich muss sagen, du bist ein wirklich guter Kämpfer. Du hast jetzt Gegenangriffe zur Verteidigung gelernt. Wende sie umsichtig an. Nice. Kriegen wir Erfahrung dafür? Vor allem hat er jetzt einfach wieder die Kostüme geändert. Voll nervig. Sehr gut. Corvus Combos. Das ist immer nur Corvus. Ah, ne, Corvus Gegenangriff, Corvus Combos. Und. Oh, Corvus Gegenangriff ist es wahrscheinlich. Aber wir hatten wahrscheinlich auch noch gar nicht, war? Kann das sein? Ah, wie cool, Alter. Vor allem, wie viel haben wir jetzt schon davon? Ah, fehlt gar nicht mehr so viele. Nice! Nice, nice, nice. Okay, wir haben das wunderbar. Lass uns gleich nochmal zu unserem wunderschönen Händler gehen. Pterodactylus-Verbesserung. Diese Gürteltasche fasst mehr Eier für die Bombardierung von Feinden. Sehr nice. Ich hätte mir sonst das hier geholt. Änderungskultur. Du hast drei Kostüme verbessert. Die nächsten drei Verteidigungen sind automatisch Blocks. Betäubt alle Feinde für eine Runde. Das ist aber auch schön. Und das nehmen wir auch noch mit. Wir haben noch 6 Süßigkeiten. Aber er hat auch nur noch dieses eine Ding. Nice. Ach guck mal, der macht das automatisch, muss gar nicht gedrückt halten. Okay, jetzt macht das automatisch. Jetzt muss ich nicht mehr gedrückt halten. Hätte mich genervt, die ganze Zeit gedrückt halten zu müssen. Hallöchen, ist hier jemand? Ernsthaft, da hätte ich nicht durchlatschen können? Am Arm. Oh Mann, nach Neurepugia Ostseite. Wie lautet das Passwort? Mäuseknusperstückchen. Wo ist der Erwachsene, der uns die Tür aufgemacht hat? Ich dachte, es wäre toll, den ganzen Tag mit Süßigkeiten zu arbeiten, aber ich darf nichts davon essen. Wo ist da der Sinn? Das ist richtig. Doof, ne?
Rocky, wir schuften den ganzen Tag in den Minen, damit sich die Monster aus dem Büroturm die Taschen füllen können. Ich weiß nicht, was ich dagegen tun soll. Also ich habe fast die Süßigkeiten, um das Ganze zu vergessen. Dann sind auch noch welche. Nichts geht über eine erfrischende Handvoll Süßigkeiten nach einem langen Tag in den Minen. Blob. Menschenkinder, seid ihr hier, um Blobs Süßigkeiten zu probieren? Nicht ganz. Hedy hat uns gesagt, du weißt, wie man in Dr. Whites Zentrum kommt. Natürlich weiß Blob das, aber warum sollte Blob Menschenkindern sein Geheimnis verraten? Weil Blob nett ist? Haha, Blob wurde schon oft beschimpft. Fett, plump, stinkend, hässlich. Aber nett ist ein neues Wort, um Blob zu beschreiben. Blob sagt euch was. Wenn ihr Menschenkinder auf der Ostseite der Stadt ein paar Lieferungen für Blob erledigt, dann verrät Blob euch ein Geheimnis. Was sagt ihr? Ich schätze, das ist fair. Blob muss dafür sorgen, dass seine Kunden immer Süßigkeiten Nachschub erhalten. Flops, Blobs Flüsterstubenlieferungen. Ah, es kommt euch doch bekannt vor. Diese Linie. Seht euch diese verrückten Krallenspuren an. Also die, den, das sei meine ich. Was denkst du, war das? Bist du da die Wand hinaufgeklettert? Nein, aber was auch immer es war, ich warte darauf, dass es zurückkommt. Ich werde das Ding an einem schönen Rücken kratzen. Ich würde nach Hinweisen suchen, ich habe keine Lampe. Ihr solltet es fangen. Vielleicht werden wir das. Oh, noch eine neue Quest, sehr nice. Grusiges Ungeheuer zum Anschauen, Y drücken. Ach so. Alligator-Ringkampf war letztens also ganz am Anfang eine Mission gewesen, verstehe. Anscheinend ist die Kreatur auf der Ostseite der Monsterstadt aufgetaucht. Wow. Okay. Da hast du ein Licht. Juhu. Gut, Leute. Ich würde sagen, wir machen jetzt erstmal eine kleine Pause. Kommt ihr hier rüber ohne? Ah ja, jetzt ist Licht an. Sehr gut. Ich würde irgendwie gerne speichern. Geht das? Ja. Ich glaube, ich muss da mal kurz zum Brunnen hin, um bewusst zu speichern. So, Leute. Ich danke fürs Zusehen. Wir sehen uns nächste Folge wieder von Custom Quest 2. Danke fürs Zusehen. Bis dahin. Ciao.